Jo, Take 1 läuft. ja, wir machen jetzt das Video zum Crackmore. 12 Jahre. Geht gleich los und ja, seid gespannt. Bis gleich. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute gehen wir mal zu den Classic Mods of Scotland und zwar von Diageo. Das hat wirklich schon eine 12-teilige Serie halt eben, wo verschiedene Regionen aus Schottland vorgestellt werden. Und mitgebracht habe ich euch heute den Craigmore 12 Jahre Speyside Whisky. Ja, kenne ich selber noch nicht. Bin gespannt, was mich erwartet. Vom Fasstyp Ex-Bourbon. Eigentlich perfekt für so einen Einsteiger halt eben, um sich dem Thema Single Malt ein bisschen zu nähern. Ja, 40 Volumenprozente, ja, hat er genau. Also auch mega Kollege. Ja, Craigmore gibt es an sich nicht viele Abfüllungen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur den 12er und die Distillers Edition mal davon. Was ja bei den Classic Mods of Scotland immer der Fall ist. Und die normale Abfüllung und die Stillers Edition. Ich glaube, der ist mit dem Sherry danach gereift, glaube ich. Die bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja. Hört man ansonsten eigentlich nicht viel von Craigmore. Gibt auch nicht wirklich viele unabhängige Abfüller, die sowas abfüllen. Also im Endeffekt geht da, glaube ich, auch eine Menge, meiner Meinung nach, in die Blendindustrie. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Tja, wirklich wieder super vorbereitet. Okay, aber egal. Wir probieren den Kollegen mal, ich schenke mal ein. Ja, riecht auch nach dem Ex-Bourbon Class auf jeden Fall schon mal. Leicht süßlich. Ja, war trotzdem. Ich freue mich immer mal wieder sowas zu probieren. Ja, weiß ich nicht. Nur Fassstärken und dergleichen zu trinken macht in meinen Augen keinen Sinn. Man sollte immer mal schauen, dass man nochmal wieder ein paar milder Kollegen ins Haus holt. Also nicht milder Kollegen, aber zumindest ein paar halt, die auch wieder so ein bisschen den Grundcharakter von irgendwelchen Brennereien so ein bisschen offenbaren. Joa, da schwimmt aber irgendwas drin. Ich weiß nicht, wie lange die auf ist. Ist eine Einbruchflasche, die ich bekommen habe. Sieht nicht so geil aus. Egal. Wird trotzdem getrunken. Ja. Bisschen malzig ist er. Aber dann kommt so eine leichte alkoholische Note in die Nase. Leichte Süße, also ganz, ganz minimal. Alkohol verfliegt jetzt ein bisschen. Ich hätte es nicht erwartet bei 12 Jahren und 40 Volumenprozenten. Ja, guck mal. Da ist noch nicht viel drin. Zeig ich mal die Farbe. Also, er ist leider gefärbt. Fällt schön golden aus, aber. Gefärbt und kühl gefiltert ist er. 1869 wurde die Brennerei gegründet, also schon ziemlich alt. Ja. Das ist halt aber die Frage, ne, ob man Classic Malt of Scotland, ob man die jetzt wirklich braucht als Einsteiger. Also viele sagen ja, dass man die halt erstmal durchtesten sollte, damit man alle unterschiedlichen Regionen in Schottland mal probiert hat und die Unterschiede immer ein bisschen merkt. Finde ich persönlich totaler Quatsch. Also im Endeffekt gucke ich halt eben, was mir schmeckt. Und wenn mir was schmeckt, dann orientiere ich mich da so ein bisschen dran halt eben, wie ich dann weiter
meine Whisky-Auswahl treffe oder was ich mal probieren möchte. Ja, ist meine Meinung. Man kann sich auch danach richten, aber im Endeffekt sind das, die gibt es auch als Probiergrößen mit 0,2 Liter. Trotzdem eine Menge Geld, wenn man erstmal in die Flaschen investiert und dann merkt, naja, davon haben jetzt zwei oder drei gefallen. Dann lieber durch Samples seine Horizonte ein bisschen erweitern. Also viel passiert da nicht. Also malzig, immer noch dieses leicht alkoholische immer drin. Minimale Süße und ja. Das war's eigentlich. Also, gut, probieren wir mal. Abgang sogar leicht scharf. Aber was im Geruch ist, kommt in der Nase auch. Nee, andersrum. Was im Geruch ist, ist im Mund. Eigentlich genauso vertreten. Trotz der 40% wirkt der Kollege für mich jünger als angegeben. Also hätte ich den in der Blindverkostung gesagt, der ist 7, 8 Jahre vielleicht höchstens. Aber der Alkohol doch irgendwo noch einen Tuck durchspürt. So wie die Schafe. Steht auch drauf. Ja. Smoky, Maltiness und the Finish. Also Rauch. Im Entferntesten, wenn man das damit verbinden möchte. Ja. Wie ist Rauch, Rauch. Ich weiß, was damit gemeint sein soll. Dass es so ganz ein bisschen herber wird vielleicht. Also für mich ist es halt immer noch ein bisschen pfeffrig. Abgang ist ziemlich lang sogar. Also da schiebt man ganz schön nach. Also es heißt lang, also immer mittellang, ne? Aber trotzdem schon ganz ordentlich. Das macht aber vielleicht auch so ein bisschen das alkoholisch aus. Ja, ist easy drinking, ne? Aber. Haut mich jetzt nicht gerade um. Ich finde ihn nicht gut. Muss ich leider zu sagen. Gibt tolle Einsteiger, gibt tolle preiswerte Malts. Der liegt glaube ich auch so um die 30 Euro. Ja, das mag auch wert sein. Ist ganz nett. Für einen Einsteiger würde ich ihn persönlich eigentlich nicht empfehlen. Finde ich ein bisschen zu alkoholisch. Also zu. Ziemlich kräftig ist er. Im alkoholischen Stichsinne halt eben kräftig, ne? Tja. Aber es ist ein schöner, ja, also man schmeckt auf jeden Fall schön durch den Brennerei-Charakter durch. Ist eben kein Finish oder irgendwas drin, ist einfach ein Ex-Bourbon. Sollte man auch mal getrunken haben, um sich ein bisschen zu orientieren. Was man halt so im Prinzip noch mit Single Malt machen kann halt eben. Und nicht ein Ex-Bourbon, gibt auch schöne Ex-Bourbon-Reifung. Das würde ich jetzt eher sagen, ist halt, ja, ein langweiliger Standard. Sagen wir es mal so. Ist meine Meinung, gibt vielleicht auch Leute, die den wirklich lieben. Aber ich sag mal so, da greife ich lieber zum der Vini 15 Jahre, den ich mal als mein erstes Video vorgestellt habe. Kostet vielleicht 5 Euro mehr, aber das ist er dann auch wert. Ja, das soll es gewesen sein. Alles klar. Bis die Tage, Leute. Haut rein.